Hey Mallorca-Lovers, dies ist ein Podcast für Mallorca-Liebhaber von Mallorca-Auswanderern, die ihre spannende Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum sie auf Mallorca sind, wovon sie leben und was das Besondere ist an dieser Insel, die Mallorca-Magie. Also viel Spaß auf spannende Mallorca-Geschichten. Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich endlich mal wieder einen Mann hier sitzen und du bist eine ganze Ecke gefahren. Herzlich willkommen, Stefan, ich freue mich sehr auf deine Geschichte. Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. So, mein Lieber, erzähl mal, wann warst du das erste Mal auf dieser wunderschönen Insel? Das muss schon einige Jahre her sein. Ich glaube, da war ich entweder 12 oder 13. Also es war mit den Eltern das erste Mal. Haben wir so eine, ich glaube sogar, dass wir in Cala Ratjada sogar gewesen sind. Und haben damals so eine klassische Familienurlaub gemacht hier auf Mallorca, genau. Und dann bin ich danach eigentlich immer so alle paar Jahre immer mal wiedergekommen und immer mal wieder hergekommen. Kannst du dich speziell an den ersten Urlaub erinnern? Ich kann mich tatsächlich noch an den ersten Urlaub erinnern. Ja, ich kann mich sogar noch so ein bisschen an die Anlage erinnern und so. Das war so eine mit so klassisch mit Pool in der Mitte und so. Und kannst ja gleich mal durch Cala Ratjada fahren. Genau, guck mal, ob ich es noch finde, genau. Obwohl, ja, 13, das ist. Aber so viel hat sich ja auch nicht geändert. Ja, ich glaube, das ist jetzt müsste eigentlich schon dann fast 30 Jahre her sein. Das ist ja schon relativ. Mal gucken, relativ jetzt wissen wir gleich, wie alt du bist. Na, muss man sagen, habe ich schon geoutet, das Alter. Super. Und dann, also habt ihr regelmäßig hier Mallorca-Urlaub? Genau. Also sagen wir dann erstmal auch mit den Eltern nochmal, mal so alle paar Jahre und dann irgendwann so dann erstmal mit den Freunden und dann mit den ersten Partnern und so, genau. Also immer mal wieder, vielleicht zum Abstand von 3-4 Jahren, war ich dann regelmäßig hier, ja. Und warst du zwischendurch auch mal woanders oder warst du gleich ein Mallorca-Fan? Also Mallorca hat mir immer sehr gut gefallen. Ich war aber wirklich sehr viel auf der Welt unterwegs. Also asiatischer Raum, Thailand, Kambodscha, Vietnam, bisschen USA und Karibik. USA, wie gesagt, in ganz vielen verschiedenen Teilen der USA und so. Also wirklich weit also auf die du Welt. Du hast viel gesehen von Australien, der Welt. Genau. Also war wirklich Bali. Also habe wirklich auch viele, sagen wir mal, so Sehnsuchtsorte gesehen. Malediven war ich auch, ja. Und aber sagen wir mal, so diese Kombination, wie es hier ist, also einerseits diese Kombination von, sagen wir mal, diesem klassischen Urlaubsgefühl, aber trotzdem, man ist trotzdem halt noch in Europa, ja. Und man hat natürlich trotzdem hier eine ganz andere Infrastruktur und so als in vielen Teilen der Welt sonst, ne? Und was ich auch sehr schön finde, was jetzt wieder ist, dass man auch ein bisschen Jahreszeiten hat. Ja. Also sag mal, wenn jetzt so Thailand oder sowas, wenn man dann die ganze Zeit immer nur dieses Sonne und Regen. Genau. Ja? Und dann immer nur so 30 Grad und so, das wäre mir jetzt, oder auch in der Karibik oder so, das wäre mir dann auch wieder zu viel. Ja. Also ich finde es auch ganz schön, auch jetzt heute, wo mal so ein Tag ist, wo es mal so ein bisschen bewölkt ist. Und so, ich finde das mal ganz gemütlich zwischendurch. Ja, der Winter ist schon sehr kalt, ne? Ja, genau. Wobei wir sind natürlich privilegiert. Also meine Mutter sagte mir gestern, die haben irgendwie minus 2 Grad oder so. Ja, aber ich finde, hier fühlt sich das immer an wie minus 2, weil es so feucht ist, ne? Ja, stimmt. Aber sag mal, du bist eigentlich, glaube ich, ganz frisch hier, oder? Ich weiß nicht so viel über dich. Also jetzt seit einem Jahr, also ziemlich genau, ich bin am 31. Oktober 2022, bin ich Prinzip mit dem One-Way-Ticket hierher geflogen, ja. Okay. Und also seit einem guten Jahr lebe ich jetzt hier und ja, davor hat sich das natürlich schon so ein bisschen so angebahnt. Also ja, noch näher an. Und von den regelmäßigen Urlauben, wann hat dein Herz gesagt so, könnte ich auch mal länger oder wird das mein neues Zuhause oder wann war das erste Mal in deinem Kopf? Das ist also der Werdegang, oder sagen wir da kamen viele Dinge zusammen. Also ich bin gebürtiger Arzt, also ich gelernter Arzt, also ich bin Hals-Nasen-Ohren-Arzt und hatte eine eigene Praxis in Mannheim in der Innenstadt. Und dann habe ich im Prinzip wieder meine eigentliche Leidenschaft und meine Passion wieder entdeckt. Das ist halt das Schreiben von Büchern, also Romanautor zu sein. Und habe dann vor 2 oder 3 Jahren dann mit so einem Schreibkurs angefangen, der über mehrere Jahre ging. Und bin dann in eine Agentur aufgenommen worden. Und
dann ging das im Prinzip los so mit der Schriftstellerkarriere. Und dann habe ich eigentlich auch gemerkt, dass ich irgendwie vom Leben was anderes will. Also deswegen, es erstreckt sich eigentlich auf mehr Bereiche, dass ich gemerkt habe, und das war schon mehrere Jahre so, dass ich eigentlich in meinem alten Leben nicht mehr glücklich war, was so, ja, das Berufliche anbelangt. Also ich war vielleicht auch nie so dieser, ja, sagen wir mal, so dieser berufene Arzt, ja, was man vielleicht für so einen Job so haben muss, dass ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt so meine einzige Passion und so. Und insofern hat sich das so ein bisschen relativiert. Und meine Agentin, die lebt hier auf Mallorca, und die habe ich dann im Mai 2021, genau, habe ich sie hier besucht. Und da habe ich irgendwie, da war das irgendwie anders. Also als ich da aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und also ich finde hier immer so dieses Licht. Also ich finde, das ist irgendwie, als wenn jemand so richtig den Lichtschalter jetzt erstmal betätigt hätte. Ja, also man kommt so aus Deutschland und man ist das so gewohnt, dieses diesige Zwielicht, was ja eigentlich so in den überwiegende Zeit des Jahres herrscht. Ja, und man steigt irgendwie dann hier aus dem Flieger und selbst wenn es bewölkt ist, der Himmel ist weiter, es ist heller. Ja, und das ist irgendwie, da habe ich schon so gemerkt, dass hier ist irgendwie was anders, ne? Und ja, und dann ist das irgendwie, also jetzt rückblickend, das waren so Monate oder dann ging das ja über so anderthalb Jahre. Das ist rückblickend irgendwie total verrückt, wie dann so die Sachen zusammenkommen. Ja, ich habe dann, ich habe mich dann von meinem Partner getrennt oder sagen wir mal ein paar Monate später. Dann habe ich irgendwann den Entschluss getroffen, dass ich gesagt habe, gut, ich will das auch mit der Praxis nicht mehr dauerhaft weitermachen, weil es einfach auch neben der Schriftstellerei nicht mehr ging, weil ja glücklicherweise natürlich immer mehr die Aufträge reingetrudelt sind, immer mehr Verlage und Bücher und sowas. Und ich habe einfach gemerkt, man kann diese beiden Berufe nicht nebeneinander machen. Das geht einfach nicht. Weil es zu zeitaufwendig ist, oder? Ist einfach zu zeit. Also sagen wir das, und es ist so, du kannst das nur begrenzt parallel machen. Also wenn du so einen Praxistag hattest und so, dann kannst du dich nicht mehr hinsetzen und jetzt nochmal so eine Romanwelt eintauchen. Ja. Und dann habe ich das halt immer am Wochenende gemacht und so. Aber das, ich habe gemerkt, das ist zu viel. Du musst dich für eins entscheiden. Ne? Und dann hatte meine Agentin auch, die hatte mir das schon so prophezeit, dass sie gesagt hat, eigentlich, wenn es dann gut läuft, ne, dann kommt irgendwann der Punkt. Genau. Okay, krass. Warte mal, du bist so schnell. Ich habe ja. Also, Schriftsteller, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, hast du als Kind schon Gedichte geschrieben oder wie viel? Ja, eigentlich immer Geschichten. Also ich habe eigentlich schon so als Kind, schon bevor ich schreiben konnte, also ich kann mich noch erinnern, habe ich im Prinzip schon mir was ausgedacht, so ungefähr. Also meine Eltern haben mir viel vorgelesen und dann habe ich immer schon so den Freunden die Geschichten vorgelesen, aber im Prinzip immer schon mit eigenen, also immer mir schon was ausgedacht, weil ich hatte ja die Bilder und dann habe ich mir da schon irgendwie immer irgendwelche Geschichten erzählt. Also geil, so ging das eigentlich schon los. Ja. Ne? Und und irgendwie dieses Geschichten erzählen wollen und so, das war irgendwie immer mit drin. Und dann habe ich Kurzgeschichten geschrieben und so als Jugendlicher und so. Und habe dann auch in der Schule, wir hatten dann so verschiedene Kurse, wo man dann auch, haben selber Hörspiele gemacht und alles Mögliche, ja, und wie gesagt, Geschichten geschrieben und so. Und dann ist das eigentlich, als ich angefangen habe zu studieren, sage ich immer, ist das so ein bisschen, ja, ist das wie so verkümmert. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen so, warum ich mit der Medizin immer so ein bisschen so eine Hassliebe hatte. Das war meine nächste Frage. Ja, wieso bist du überhaupt in die Medizin dann gekommen? Also mich hat immer interessiert, wie der Körper funktioniert. Das interessiert mich auch bis heute noch. Ich finde Medizin unheimlich spannend, aber gar nicht mal so unter dem Aspekt, ja, sag mal, dieses klassische Helfersyndrom jetzt, ja, sag mal, das war dann irgendwie so die Konsequenz, du wirst Arzt, aber eigentlich hat mich immer so diese wissenschaftliche Seite mehr interessiert, ne, warum ist etwas so, wie es ist, ne, und warum, wie funktioniert das? Und dann war natürlich, man hätte auch Biologie jetzt machen können, aber dann war Medizin natürlich dem jetzt näher, ne, und und das Medizinstudium ist halt so ein Studium, was, wie viele Studiengänge, aber ich glaube, in der Medizin ist ganz besonders so, da ist natürlich Kreativität nicht unbedingt gefragt. Ja, das ist ja ein sehr, also mal, ne, ja, gibt ja immer diesen Witz, ne, ein Medizinstudent kriegt ein Telefonbuch und sagt ihm, soll es auswendig lernen, da gibt es eigentlich mit Juristen und so weiter, aber, und dann sagt der Medizinstudent nur, bis wann, ja, weil das ist irgendwie so, ja, 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 aber ja. Man paukt eigentlich unheimlich viele Fakten und muss die anwenden, ja, ne, und da ist eigentlich jetzt nicht gefragt, irgendwie jetzt groß kreativ oder so. Nee, da gibt es ja auch nichts zu rütteln. Das ist ja auch alles festgelegt. Das ist, genau. Das ist die Nase so, ist, wo die Nase ist. Eben, genau. Und dann die Therapie ist so und die Therapie ist so, ne? Und
Ja, und irgendwie habe ich dann auch gedacht, ich könnte das gar nicht mehr. Ne? Und dann hatte ich damals, ich muss überlegen, wann das war, glaube ich, dann 2019 oder sowas war es, glaube ich. Da hatte mir ein Freund hatte mir damals ein Buch geschenkt, weil ich immer gesagt habe, ich würde gerne wieder schreiben. Das hieß, wenn man einen verdammt guten Roman schreibt. Und da zu dem Zeitpunkt, da war ich, sah ich immer, da wäre ich froh gewesen, wenn ich überhaupt irgendwas zustande gebracht hätte, ob es verdammt gut wird, ist die zweite Frage. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dann habe ich wieder so ein bisschen angefangen und dann habe ich mich bei so einer der Schule des Schreibens, da kann man es in so einem Fernstudium machen und dann schreibt man quasi seinen ersten Roman und hat so einen Lehrer, der das immer korrigiert und so Übungen und so, also man wird da so ein bisschen durchgeführt. Ja, gibt es ja viele Kurse, ne? Genau. Weil das ist natürlich auch ein Handwerk, ne? Die Leute denken meistens, man setzt sich da hin und wird von der Muse geküsst und dann fliegt das einfach so, ne? Das glaube ich aber auch bei jedem anders, oder? Ja, wobei, du musst schon gewisse Sachen, es gibt natürlich schon handwerkliche Dinge, die du beherrschen musst, ne? Weil sonst kriegst du das eigentlich nicht hin, ja, sag ich mal, dass du eine wirklich, weil die muss ja trotzdem logisch aufgebaut sein, nach gewissen Kriterien, so eine Geschichte und so, ja, sonst funktioniert sie nicht, ne? Ja, klar. Und, muss man eigentlich gut schreiben können oder macht das denn alles der, das dann da nochmal überfliegt? Also eigentlich, du kannst natürlich, klar, du kannst natürlich sagen, jetzt, sag mal, dann nachher, es kriegt ja immer ein Lektor und nachher nochmal dein Manuskript, ne? Aber es ist, sag mal, also es heißt immer, dass jetzt, sag ich mal, von sehr etablierten, dass es sehr etablierte Autoren gibt, die dann irgendwann einfach nur noch was abgeben und dann quasi macht das Lektorat relativ viel, ne? Aber normalerweise sollte man es selber schon eine gewisse Form bringen, quasi, dass das an sich die bestmögliche Version ist, die man schaffen kann, ne? Und dann ist es natürlich so, dass man dann irgendwann auch nochmal ein anderes Paar Augen braucht, ne? Weil du wirst ja immer so betriebsblind, ja, weil du kannst durch deinen Text 15 Mal durchgehen, aber dir gefallen gewisse Sachen dann natürlich nicht mehr auf und das muss jemand Externes machen, der dann nochmal das Ganze so ein bisschen prüft, ne? Ist das logisch oder keine Ahnung, auch sprachlich, ne, wie ist das und so, kommen da 1000 Wiederholungen vor oder passen irgendwelche Dinge nicht zusammen oder sowas, ne? Okay, also dann hast du Medizin studiert und dann hast du dann gleich eine Praxis eröffnet? Oder? Nee, also sag mal, ich habe dann erst meinen, also machst dann erst deinen Facharzt, ne, ich habe dann in Mannheim, also ich habe in Heidelberg studiert und habe in Mannheim an der Uniklinik dann meinen HNO-Facharzt gemacht und bin dann erstmal in eine Praxis in Anstellung gegangen, anderthalb Jahre war ich angestellt und habe dann diese Praxis übernommen und habe die, hab die auch fast 10 Jahre gehabt, also relativ lang, ne? Und also wirklich auch vom Standort eher direkt mitten in der Innenstadt und so, also wirklich eine große Praxis und so und die auch jetzt gut lief, ja, weil viele denken ja immer so nach dem Motto, dann hat er das sinkende Schiff verlassen, aber sowas nicht, ja, also da wäre im Prinzip, wäre alles gut gewesen, ja, also nur ich habe gemerkt, weißt du, du hast dann ja irgendwie so das Gefühl, das ist es nicht, ne? Ich habe immer gedacht irgendwie, was kommt jetzt noch oder ist das jetzt das, alles, was du willst, genau, und ich meine, klar, ich habe natürlich, sag mal, von außen betrachtet haben viele natürlich gesagt, der hat einen Knall, ja, sagen sie wahrscheinlich heute noch, ja, aber ich bin heute viel, viel glücklicher, als ich damals war. Das ist ja das Wichtigste, ne? Und du hast natürlich einen unheimlich riesen Apparat, den du am Laufen halten musst. Ich meine, ich hatte eine Einzelpraxis, ja, ich hatte immerhin 4, zeitweise 5 Mitarbeiterinnen, ja, dann über 200 Quadratmeter Fläche in der Mannheimer Innenstadt, was natürlich eine entsprechende Miete auch bedeutet ja. Geräte, natürlich um die 100 Patienten am Tag, die ich gesehen habe und sowas, ja, das ist, das war einfach wie so ein, ich habe mal gesagt, wie das wirklich wie im Hamsterrad, ja. Ich habe das Ding immer angetrieben und habe die ganze Zeit immer gedacht, ja, aber wofür eigentlich, ja? Weil eigentlich war immer die schönsten Momente waren für mich eigentlich immer die, wenn ich mich da hinsetzen konnte und dann schreiben durfte, ne? Und da musste ich ja immer mehr abknapsen. Das wurde ja immer, also sag mal, die Zeit wurde ja immer weniger oder ich habe dafür eigentlich zu wenig Zeit gehabt, ne? Ja. Und dann hast du angefangen zu schreiben und wo hast du deine Agentin her? Genau, das ist, also es ist im Prinzip vielleicht so als ganz kleiner Exkurs dazu,
In Amerika gibt es das schon relativ lange oder viel länger, das System, dass man eigentlich die Autoren eine Agentur haben und die Agentur wiederum vermittelt oder ist. Deal-Management. Genau. Mhm. Und so die Schaltstelle zwischen den Verlagen. Und das hat es eigentlich in Deutschland ist das jetzt inzwischen auch mehr, aber vor einigen Jahren war das ja noch so, dass die Leute sich bei den Verlagen selbst gemeldet haben. Das kann man heute zwar auch noch, aber das ist im Grunde chancenlos, ja, weil die sind natürlich, es gibt inzwischen so viele Leute, die schreiben oder schreiben wollen, die werden natürlich einfach überfahren von. Es werden ja auch immer mehr, ne? Genau. Mhm. Und dann jeder schreibt ja heute. Genau, jeder schreibt, ne? Und dann trudeln natürlich da tausende Manuskripte und dann geht man natürlich da in der Masse unter. Ne? Ja. Und es ist auch insofern ganz gut, was bei einer Agentur halt auch deutlich besser ist, da findet ja schon eine Interaktion statt. Also sag mal, wenn ich jetzt ein Projekt entwickle, ich habe eine Idee und dann arbeite ich was aus und dann findet eine Interaktion mit der Agentin statt und dann bespricht man das Thema und dann sagt die, finde ich gut oder sagt vielleicht bei dem einen oder anderen, würde ich vielleicht ein bisschen anders anlegen oder die kommt direkt mit der Info von einem Verlag und sagt, keine Ahnung, der Heine Verlag sucht im Moment das und das, willst du dir dazu mal Gedanken machen und so. Und dann wissen die Verlage natürlich auch, dass das, was von der Agentur ist, werde ich unheimlich angefeindet werden, wenn jetzt natürlich alle sagen, ja, muss nicht nur Verlagsautor, kann auch andere gute Sachen schreiben, natürlich. Aber natürlich ist es so, dass etwas, was von einer Agentur kommt, natürlich schon einen gewissen Prozess durchlaufen hat. Ne? Und das wissen die Verlage natürlich auch, weil dann hat da schon mal jemand, der vom Fach ist, schon mal drüber geschaut und so. Und dann hat das natürlich schon noch mal, ja, hört sich jetzt immer arrogant an, wenn ich sage, aber es hat eine andere Qualität natürlich, als wenn ich da allein jetzt gesessen habe, egal wie viele Gedanken ich gemacht habe. Das ist ein eigenes Business. Ja? Ne? Genau, genau. Und aber zu deiner Frage ist, also inzwischen, man kann es natürlich auch ohne Agentur jetzt versuchen, aber ist schwer. Wenn man es professionell machen will, und dann kommt natürlich noch sowas dazu, eine Agentur handelt die Verträge aus, ja, jetzt meine Agentin, die hat über 100 Autoren, die hat natürlich ein ganz anderes Gewicht bei so einem Verlag, als wenn jetzt ein Stefan Kastner sagt, der Vertrag gefällt mir nicht, dann sagt Verlag XY, ist uns egal, wir haben noch 5000 andere Autoren, ja, so ungefähr, ne, und das ist natürlich mit einer Agentur auch was anderes, ne, und man hat natürlich, ja, einen ganz anderen Background und es gibt so Leitfäden wie so Bücher, wo die ganzen Agenturen, die auch seriös sind, drinstehen. Das gibt es natürlich auch wieder, wird natürlich leider auch ein bisschen Schindluder manchmal mitgetrieben. Ja, klar. Und dann muss man sich bei denen bewerben. Also es ist nicht einfach. Also es ist im Prinzip so wie früher. Es kostet ja viel Zeit. Genau. Ja, also ich meine, das ist ein eigenständiges Business. Du willst halt schreiben, sonst würdest du wieder den ganzen Tag damit verbringen, zu recherchieren, wo, wie, was. Ne? Ja. Eben. Ist ja wie mit Social Media oder mit anderen, genau. Nein, du musst dich bei der Agentur wirklich bewerben und die haben natürlich auch eine begrenzte Anzahl an Plätzen, ja, und die nehmen natürlich auch dann nur, ne, und dann, das hat auch so ein bisschen, das ging dann so ein bisschen hin und her, ich habe dann damals meine Agentin im Prinzip entdeckt, was mir ganz gut gefiel sofort war, sie hatte sofort geschrieben, sie sucht keine Genre-Autoren. Und das war mir ganz wichtig, weil ich habe dir ein bisschen was mitgebracht. Mhm. Also ich liebe das auch. Ich habe im Prinzip jetzt schon von Thriller bis Romance bis lustige Sachen, Cozy Crime. Ich schreibe wirklich eigentlich alles, in jedem Genre. Und das macht mir auch Spaß daran. Ich wollte nicht so festgelegt sein, wie jetzt andere prominentere Kollegen, die dann auf ihre Bücher schreiben müssen. Das ist kein Thriller zum Beispiel, ja, weil bekannt ist, dass Autor XY nur Thriller schreibt. Und dann kommt der schnell in den Köpfen, gerade so in Deutschland ist das ja immer so klassisch, nach dem Motto, der kann auch nur Thriller schreiben, ja, oder ein Kinderbuchautor, der kann nur Kinderbücher, was natürlich Quatsch ist, ja, weil ich meine, das ist natürlich, kann ein Autor, kann auch andere Sachen, es gibt vielleicht was einem mehr liegt, aber in der Regel kann ein Autor alles schreiben, ne, und ich wollte von Anfang an aber auch das ganze Spektrum haben, damit es nicht nachher heißt, so nach dem Motto, der Kastner, der schreibt jetzt nur das und das, ne. Und das hat mir direkt gefallen. Und ich habe mich damals bei ihr beworben mit dem Projekt, was noch nicht veröffentlicht ist. Aber wie hast du sie gefunden? In der Schulung, die du hattest zum Schreiben, also werden dir da Leute. Es gibt wirklich einen Leitfaden. Es gibt im Uschtrin Verlag der Leitfaden für Autoren, heißt das, glaube ich. Das ist so ein richtig so ein gebundenes Buch. Und da stehen insgesamt so Tipps drin. Das ist wirklich eine alphabetische Liste. Und da sind die ganzen Agenturen aufgeführt. Das wird auch immer jedes Jahr, glaube ich, aktualisiert. Und da steht auch immer drin, was die Agenturen suchen, weil auch wichtig ist, dass man natürlich guckt, auch wie soll man sich da bewerben, ja. Manche wollen erstmal nur angeschrieben werden, manche wollen direkt ein Manuskript haben, andere wiederum wollen nur irgendwie wie so ein Pitch quasi, so eine Kurzform vom Text. Also das hat jeder ein bisschen anders, ne, und es wirkt natürlich
schon nicht ganz gut, wenn ich mich nicht mit der Agentur auseinandergesetzt habe und knall da irgendwas hin, am besten noch mit so einer allgemeinen Anrede, dann ist es natürlich auch nicht so, so gerne gesehen. Deswegen ist es natürlich ganz gut, sich vorher so ein bisschen mit der Agentur auseinanderzusetzen und zu gucken, was die suchen und wie ich mich da bewerbe. Ne? Und ja, und ich habe mich damals also mit einem Text beworben, der eigentlich noch gar nicht veröffentlicht ist. Also ein Jugendfantasy-Stoff, also eigentlich mein persönliches Herzensprojekt, was hoffentlich irgendwann mal das Licht der Veröffentlichung erblicken wird. Bestimmt. Aber so habt ihr euch gefunden. Mhm. Und hat sie da schon hier gelebt, oder? Sie hat dann schon hier gelebt. Also sie lebt schon seit über 20 Jahren schon hier. Wow. Ne? Und das fand ich irgendwie auch ganz, ganz interessant. Da war das auch für mich noch, also als wir uns, als ich in die Agentur kam, war das für mich auch noch so was ganz Exotisches, so mit Mallorca und so. Da hatte ich auch noch so diese klassischen Vorurteile, was ich ja auch jetzt oft erlebe, dass Leute sagen, so nach dem Motto, ja, so als wenn das hier so hinterm Mond wäre, ne? So nach dem Motto, ja, was ist denn, wenn du mal medizinisch was hast und so, so nach dem Motto, dann hacken sie dir sofort, wenn du keine Ahnung, Schnittwunde hast, dann amputieren sie direkt den Arm oder irgendwie so. Ja, das ist so, die medizinische, ne? Versorgung ist sensationell, genau, hier, vor allen Dingen, weil wir auch viele deutsche Ärzte jetzt schon haben, ja, ne? Und das aber ist auch ja, die spanischen Ärzte. Und auch die ganze Infrastruktur. Ich sage immer, erzähle immer als Beispiel von meinem Internetanschluss, dann sage ich mal, hat das glaube ich, eine Woche gedauert, bis ich den hatte. Und ich habe irgendwie eine 300 Megabit Glasfaser Leitung, weißt du? Und ich hatte in Mannheim in der Innenstadt, glaube ich, 50 Megabit. Deutschland, das war das ist höchste, hinterweltlich. Sagen. Hinterweltlich. Ja, das erzähle ich immer gern. Und ja, da war das auf jeden Fall, war Mallorca noch ganz exotisch. Und dann bin ich ja im Mai darauf, also sie bietet dann immer so Brainstorming-Tage an, dass man sich mal kennenlernt und auch so neue Projekte ausarbeitet. Und dann bin ich im Mai hier, also ich bin 2020 in der Agentur, im Mai 2021 bin ich dann hierher geflogen. Und dann haben wir drei Tage, glaube ich, jetzt miteinander verbracht. Ich war, glaube ich, 3 oder 4 Tage hier. Und ja, und da habe ich schon gemerkt, das macht irgendwas mit mir. Ja, da war auch irgendwie, weil ich habe bei ihr, was ich toll fand. Aber da hast du noch die Praxis gehabt. Genau, ne? Da habe ich noch die Praxis gehabt. Okay, weil ich muss so ein bisschen den Zeitrahmen. Ja, ja, will nee, ich also so da habe ich noch die Praxis gehabt. Da habe ich auch noch gar nicht an diesen Gedanken. Aber was mir imponiert hat, war, da saß mir jemand gegenüber. Also sie macht das seit über 30 Jahren, ist sie in Literatur, also sie war früher auch vorher Autor oder ist immer noch Autorin, aber ist eigentlich als Autorin da reingekommen in das Business. Ne? Also sie schreibt auch selber. Hat selbst geschrieben, okay. Genau, und hat dann vor inzwischen, glaube ich, jetzt schon 11 oder 12 Jahren inzwischen die Agentur gegründet und so, ne, und kennt natürlich da in der Literaturwelt jeden. Und was ich so toll fand, war, das habe ich ja damals auch gesagt, dieses Feuer in ihren Augen. Also man hat gemerkt, sie brennt immer noch für dieses Geschäft. Und das wollte ich auch. Ja? Ich habe gesagt, boah, ich will was machen, wofür ich so brenne. Und ich habe immer gesagt, bei der Medizin, ich habe immer die Ärzte gehasst, die so gejammert haben, die auf das System geschimpft haben. Und ich habe das wirklich viele Jahre durchgehalten, es nicht zu tun. Ja? Aber das System. Aber es ist schwer, ne? Es macht dich klein. Ich weiß, ja? ich komm auch aus dem medizinischen Beruf. Ja. Oh, ist das eine Katastrophe. Ja, du kannst, ich habe immer gesagt, na, ich werde nicht so. Ja, ja, aber das geht gar nicht. Aber anders. Sie knüppeln dich nieder. Ja, das machen, war dann, die wollen dich ja kaputt. Genau. Ja, lass uns nicht drüber reden. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, du willst wieder sowas machen, wo du auch so dieses Feuer empfindest, ne, wofür du so brennst. Und, und da war eigentlich so, sag mal so, dieser Keimling war da so gesät. Ne? Und dann, ja, dann ist das, sag ich mal, dann habe ich im Prinzip. Ja, wie soll man sagen? Ich habe irgendwie so mein ganzes Leben wirklich so auf dem, also ich habe vorher schon mir Gedanken gemacht, aber ich habe es wirklich, glaube ich, mein Leben so richtig auf den Prüfstand gestellt und habe wirklich so gesagt, was willst du wirklich und was brauchst du vor allen Dingen? Ja, und ich habe bei vielen Dingen gemerkt, die brauche ich nicht. Ja? Was riesen, zum Beispiel, sag mal. Also eine große Wohnung zum Beispiel, ja. Also wir hatten wirklich in Mannheim eine große Wohnung, aber. Wofür braucht man die, wenn man den ganzen Tag arbeitet und in der Praxis steht, oder? Ja, oder auch selbst wenn du da bist, ich habe dann immer schon gesagt, ich sitze hier nur in einem Zimmer. Ja, wir haben das gerade schon gesagt, genau. Ne? Weil du jetzt bei mir hier auf meinem Podcast-Sofa bist und in meinem Haus bist und das ist so groß wie eine Garage, ne? Also. Ja, und du brauchst ja nicht mehr, weil du sitzt ja eh immer meistens nur an einem Ort. Ja. Ne? Du musst oder das wir alles sind draußen, ne? Genau, eben. Ja, viel draußen hier. Und du musst das alles in Ordnung halten, du musst das alles sauber halten. Du musst es warm halten. Genau das. Und ja, und so war das dann bei vielen Dingen. Ne? Und dann habe ich auch bei dem Job, habe ich schon seit einigen Jahren, habe ich immer schon gedacht, irgendwie, also es erfüllt dich nicht.
es ist unheimlich, also sag mal, wirklich dieser Apparat, also ich hatte immer, das hat mich so überrollt, ja, weil ich ja immer wusste, ich hatte ja unheimlich viele Kosten und so, ne? Und ich musste einfach ackern. Das sind ja auch Ängste, ne? Mhm. Existenzängste, auch wenn es gut läuft, aber man muss ja auch immer. Also wenn es dann gut läuft, hat man den Druck, es muss ja auch so bleiben. Ja, genau, ganz genau, eben. Ja, und dann kam noch, vielleicht was auch noch so ein bisschen dazu kam, war natürlich auch noch die Corona-Pandemie. Also muss sagen, die hat auch wirklich, wie bei vielen Leuten, glaube ich, viel gemacht. Weil ich habe am Anfang, als das losging, habe ich auch nicht gedacht, ich habe gedacht, ich bin ja in einem Job, da bin ich so quasi safe. Ne? Weil ich dachte, sagen, Medizin, safe so, ne? Gar nicht. Weil HNO ist ein Fach, was ja unheimlich viel mit so Elektiven, also quasi Eingriffen ist, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind. Die durfte es am Anfang ja gar nicht machen. Und welche sind das? Zum Beispiel so Nasenmuschelverkleinungungen, wenn die Leute schlecht Luft bekommen oder okay. Nasenscheidewandbegradigung oder so. Das sind auch alles Dinge, die jetzt ja nicht zwingend notwendig sind. Das heißt, die waren in der Anfangsphase, sind die komplett weggefallen, ja. Und das hat mir, also das, ich hatte über ein Drittel Umsatzeinbußen. Ne? Und musstest du Kündigungen machen? Also leider nicht, Gott sei Dank nicht. Also ich meine, das war noch ganz gut, dass ich da mit diesem Kurzarbeitsgeld und sowas, das ging noch. Aber was mich auch wirklich gestört hat, ist, dass dieser Bereich in Deutschland völlig hinten runtergefallen ist. Also sag mal, die Krankenhäuser haben ja Hilfen bekommen und so. Ja, ja. Und die Mediziner, also sag mal, die ambulant tätigen Ärzte in den Praxen, haben null Unterstützung. Ich hab am Anfang diese Anfangs-Corona-Hilfe, diese 9.000 Euro oder so, die waren natürlich dann im Prinzip direkt weg. Und danach hast du überhaupt keine Unterstützung mehr bekommen. Ne? Und musstest ja, und dann wurde ja auch alles teurer, weil wir mussten ja Hygienevorgaben. Ich konnte mein Wartezimmer nur weniger Leute, dann irgendwie dann alles viel öfter reinigen. Und also, lass uns nicht mehr. Ja, das genau. Also, aber es hat viel gemacht. Es hat wirklich. Und ich glaube, was ich jetzt mal, was so mein Gedanke ist, du hast ja dein Alter gedroppt. Das war so in deinen 40ern und ich will jetzt nicht sagen, dass es bei den Männern ist, sondern ich glaube bei allen, auch bei Frauen, das war bei mir auch so, mit 40 macht es nochmal einen kompletten Shift. Ne? Egal, was man erreicht hat und wie glücklich man ist, aber es passiert was und denkt so, war das schon alles? Ja, genau, genau. Das ist total crazy. Ja. Und dann ändert man noch komplett mal sein Leben, ne? Ja, weil du auch, ich glaube, das ist auch so, weil du denkst irgendwie, ich meine, im Besten oder ich hoffe ja, dass ich die gleiche Lebensspanne noch mal vor mir habe, vielleicht auf auch noch ein paar Jährchen mehr. Und dann denkst du irgendwie so, nee, also das kann es nicht sein. Ich habe wirklich, du hast ja manchmal so, du bist dann sowas drin und das hat so ein, es hat wie nur so einen Selbstzweck. Also ich habe wirklich gedacht, irgendwie, was ist denn, und ich bin dann eigentlich auch die Urlaube, weil wir eben über Urlaube gesprochen haben, die Urlaube, die ich gemacht habe, die waren fast nur wie so eine Flucht. Weißt du, das war eigentlich nur, um wegzukommen, ja, und du hast eigentlich in diesen Urlauben, du warst dann quasi wie tot, ja, diese 2 oder 3 Wochen, weil du dann ja irgendwie dich davon erholen musst. Und dann bist du wieder in diese Tretmühle rein, ja, und dann hast du dich da wieder, und da habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein, ja. Und dann war halt wirklich auch so dieses, ja, wirklich auch während der Pandemie, das war wirklich dann auch, ich fand auch, oder ich habe eine Zeit lang auch noch so ein bisschen gedacht, da habe ich das auch noch so ein bisschen so als Auftrag gesehen, dass ich gedacht habe, so ein bisschen schon, sag mal, du bist als Arzt jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen so gesellschaftlich da so ein bisschen verpflichtet, aber ich habe dann irgendwie nach der ganzen Geschichte gedacht, nee, komm, also du bist da irgendwie auch so im Stich gelassen worden, also irgendwie, warum sollst du dieses System, was wirklich so kaputt ist, ja, warum Alter, sollst du das noch am Laufen halten, ne? Ja, ja. Und, ja, und dann war irgendwie, dann ging das irgendwie, keine Ahnung, das ging wirklich Schlag auf Schlag, ja, dann habe ich mich von meinem Mann getrennt. Das war so der erste Schritt im Prinzip. Ja, ne? Ist alles viel gewesen. Ja, ne? Also wirklich. Also es war ein Jahr. So all in, ne? Wirklich. Und da war das aber noch gar nicht so sicher jetzt mit der Praxis. Und dann hatte meine Agentin, die Alicia, und dann hatte die irgendwie so ein Newsletter, die hatte immer so ein Immobilien-Newsletter. Und dann hatte die, war da eine Wohnung drin in Palma Nova. Und dann sagt sie, irgendwie habe ich bei der Wohnung, die hat irgendwie, dann sagt sie immer, mein Bauch hat irgendwie Stefan geschrien. Dann habe ich im ersten Moment gedacht, nee, ist doch völlig, völlig verrückt. Und weißt du, so kannst du ja nicht machen. Und so. Und dann hat das aber irgendwie so in mir gearbeitet. Ja, und dann bin ich nochmal hergekommen. Ja, aber es war die Vernunft, ne? Und die Sicherheit, die gesagt hat, kannst du nicht machen. Genau, ne? Du kannst ja nicht deine gut gehende Praxis aufgeben. Ne? Mhm. Und ja, und dann... ja, und dann war ich hier, hab mir die angeguckt und hab mich dann eigentlich auch sofort, auch hatte mich ja eh schon hier so in die Insel und so, also eigentlich schon vor Jahren. Ne? Das stimmte ja schon mal. Und alles. Genau, und dann habe ich gedacht, nee, komm, du willst auch dieses andere Leben. Und ich kann gar nicht mehr sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann diese
diese letztendliche Entscheidung dann gefallen ist. Das ist ja meistens ja so Prozesse, ne? Und aber es sind ja auch schlaflose Nächte, so, ne? Wahnsinnig viele. Du, hör mal, ich habe wirklich... Hatte ich ja auch, aber bei Wahnsinn. Dir? Und dann war natürlich, ich meine, was wirklich toll war, was ich wirklich auch lobend erwähnen muss, ist wirklich so mein Umfeld. Also da habe ich wirklich so meine Mutter vor allen Dingen und so. Also ob das jetzt, sag ich mal, so meine Mutter war oder damit auch die Freunde und so, die mich wirklich so unterstützen. Und natürlich auch die Alicia jetzt, die mich da wirklich sehr unterstützt haben und so. Also weil sowas machst du jetzt nicht unbedingt ganz alleine, ne, sondern du hast ja dann auch, wenn jetzt alle gesagt hätten, nee, mach das nicht und so, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich mich auch... Vielleicht wäre es immer doch gekommen, aber es wäre auf jeden Fall schwerer gewesen. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Und die haben dann wirklich alle, also alle dazu geraten, haben alle gesagt, ja, mach das und wir glauben an dich und auch an die Schriftstellerei und so, ne? Und wag den Schritt, ne? Und ja, und dann hat das ja nochmal natürlich klar, dann bis das sowas abgewickelt ist, dauert dann ja nochmal eine einige Zeit. Wie geht man denn vor? Wacht man denn morgens auf und sagt so, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen. Ja. Und jetzt mache ich die Anzeige, wie verkaufe ich meine Praxis? Ja, und, so ein bisschen wie sage ich es meinen Helferinnen? Weißt du, so die ganzen Schritte, das war so viel, ne? Ja, das war schon viel. Ich habe dann auch... da warst du aber schon getrennt. Da war ich schon getrennt, also genau. Ich war seit Juni schon getrennt und die Entscheidung kam dann erst später. Die kam erst so zum Winter, Herbst dann hin irgendwie, so Oktober, November oder sowas, ne? Und ja, ich habe dann mit meinen Damen, also mein Team, das ist mir auch schwer gefallen, weil ich wirklich ein tolles Team habe. Auch deine Patienten. Ja, genau. Die vermissen dich ja auch. Die war ne? wirklich, ja, das, ja. Das war auch, und ja, weil ich habe mein, also ich habe, es war wirklich, also ich bin auch immer froh gewesen, weil dass ich mein Team wirklich von Anfang an im Grunde unverändert hatte. Also damit, die haben mich wirklich dann auch zum größten Teil 10 Jahre lang begleitet und so, ne? Und ja, das war natürlich schon erstmal für die ein Schock, ne? Ich habe die aber auch ganz früh eingebunden, weil ich gesagt habe, die sind die, die es als Erste erfahren sollen und so, bevor es noch die Patienten und sowas natürlich alle wussten, ne? Und ja, und dann fängst du an, dann inseriert man, dann sucht man jemanden, einen Nachfolger, das geht ja auch alles, dauert ja auch alles Zeit, ne, das, bis man dann jemanden hat, der es übernehmen will und sowas. Und der dann auch alles so lässt, wie es genau, ist, ne, dass der die Helferin behalten möchte. Obwohl, das muss er ja, das ist sogar also gesetzlich so. Ja, aber der muss ja genauso nett sein wie du, damit das die auch bleibt. Das hast du natürlich nie in der Hand, ne. Ich habe auch das einmal, ich muss auch sagen, bin danach eigentlich, also ich war immer so jemand, wenn ich sowas abgeschlossen hatte, dann schließe ich das auch ab. Ich habe jetzt auch danach nicht mehr jetzt dann da groß jetzt irgendwie geguckt oder nachgehalten, sondern ich habe dann auch gesagt, ich will das jetzt auch so für mich alles so im Kopf behalten, wie ich es so zuletzt hatte, ja, und damit ist das Thema jetzt quasi dann für mich dann auch abgehakt, ne. Aber ja, aber es war natürlich schon klar, da waren, also ach, glaubst du nicht, wie viele schlaflose Nächte und doch, so, ja. Glaube ich dir sofort. Ne, und, aber ich glaube, das haben alle, die auswandern. Das ist schon eine Entscheidung, ne? Und die Angst ist immer dabei. Genau. Die Angst des Scheiterns und dann muss man einfach sagen, ja, aber wenn nicht, dann komme ich wieder zurück. Ja, ja. Ne, und dann irgendwie geht es ja immer weiter. Ja, natürlich. Ne? Aber genau. Man muss einfach, wenn man es nicht probiert, dann kann man ja nicht wissen, ob es funktioniert, weißt du? Ja, vor allen Dingen, ich glaube auch, es gibt auch dieses Zitat, ich weiß gar nicht, von wem es ist, dass es immer schlimmer, dass am Ende des Lebens die Chancen, die Dinge, die man nicht gemacht hat, schlimmer sind als die man gemacht hat. Ja? Ja. Und ich wusste auch, und ich wusste, das war so ein Moment, das gibt ja wie so, das öffnet sich ja so ein Fenster und man kann nur eine Zeit lang da durchschlüpfen. Ja? Ja. Und dann irgendwann ist es zu. Und ich wusste, das ist jetzt der Moment, weil, wie gesagt, ich hatte mit den Schreibaufträgen, ich hatte dann so relativ, also es ging gerade richtig gut los und ich hätte sonst irgendwann sagen müssen, ich schaffe das Pensum nicht mehr und dann weißt du ja nie, dann sagen irgendwann auch Verlage, ja gut, der schreibt zwar gut, aber wir müssen auf das Manuskript immer 100 Jahre warten, ja, mit dem können wir nicht auf Dauer arbeiten und sowas, ja, und also man hat ja nur eine gewisse Zeit, wo man sich dann auch entscheiden muss, ne, und wenn man da, sag ich mal, nicht ins Wasser springt, ja, dann ist der Moment vorbei, ne, und das war mir schon auch klar, ich dachte, das ist jetzt oder niemals, ne. Ja. Und wie war es jetzt mit deiner Praxis? Scheint sich ja auch alles dann schnell gelöst zu haben. Ja, die war natürlich, klar, es war natürlich, ich wusste natürlich, es war eine gut laufende Praxis in einer super Lage mit großen Patientenstamm und so. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass ich da schnell jemanden finde und sowas, der die übernimmt. Und kam der dann aus einer Ecke oder war es auch ein Einwanderer? Im Prinzip aus der Nähe dann, ne? Also es war dann im Prinzip jemand Ansässiges. Und ich hatte auch
tatsächlich auch Bewerber von weiter her und so, ne? Aber genau, es ist tatsächlich jemand jetzt geworden, der aus der Ecke dann kam, ne? Und ja, im Endeffekt auch da, es ist ja, ich sag mal, das war mir natürlich schon wichtig, weil das war ja, die Praxis war ja auch mein Baby, ja. Ich meine, das, man übernimmt zwar so eine Praxis, aber du formst die ja auch so nach deinen Vorgaben und so. Und ich meine, 10 Jahre ist schon eine lange Zeit, ja, die da drin steckt. Da steckt ja viel Herzblut auch drin und so. Und dann willst du natürlich auch irgendwie, ja, auch wissen, dass es damit natürlich irgendwie weitergeht und so. Ne? Ja. Und nein, das war auch die richtige Entscheidung. Ich habe auch gesagt, auch die Praxis hat es verdient, dass das jemand macht, der das dann mit Herzblut wiederum macht. Ja, das war auch so mein Zwiespalt eigentlich schon seit so die letzten 2, 3 Jahre, dass ich immer gesagt habe, eigentlich ist das so ein Job, das kannst du bei den wenigsten Jobs, ja, aber eigentlich ist das so ein Job, den musst du, den kannst du nur 100% machen. Ja, mit so einer halbgaren Geschichte, das tut keinem gut. Ja, und den Zwiespalt hatte ich eigentlich schon länger. Ne? Und ja, also von daher ist das alles richtig. Und die Immobilie von deiner Agentin, war es dann deine Immobilie auch? Ja, genau, das war auch tatsächlich, genau. Es war tatsächlich auch dann, also im Nachhinein, das ist ja immer so, klar, da kann man jetzt mal sagen, vielleicht ist es zu esoterisch oder so, aber im Nachhinein ist es ja immer so, dass ich sogar sogar glaube, also ich habe irgendwie immer mal so Träume gehabt von irgendwie so einer, und jetzt im Nachhinein sage ich, kann natürlich sein, dass ich mir jetzt im Nachhinein jetzt nur einrede, im Nachhinein sage ich, nee, da musst du, wenn du ein paar Podcasts hörst, dann, ich habe viele drin, die sich das kreiert haben, wo sie jetzt auch leben. Ja, ganz viel und alles, auch viele ganz genau mit dem Blick und alles. Also das findest du hier immer wieder. Und so spirituell ist das Ganze. Ja, also man kann es oder man kann es. Genau, also ich habe das irgendwie, ich bin eigentlich so ein Mensch, der wenn er Entscheidung trifft, dann relativ schnell. Also ich bin jetzt kein Zauderer oder sowas, ja, oder es kann vielleicht im Prozess mal sein, dass ich vielleicht mal sage, irgendwie so oder mir das überlege, aber wenn ich die Entscheidung getroffen habe oder bei sowas ist das so, ich merke das. Also ich komme dann bei so einer Wohnung, ist das so, ich komme da rein und ich weiß das eigentlich schon in der Sekunde. Ja, ich muss da jetzt nicht stundenlang rumlaufen, genau. Und ich habe das eigentlich schon vorher schon gedacht, das ist es. Ne? Und weil ich auch den Ort wirklich, weil der Ort mir einfach auch gut gefallen hat und so. Ne? Also da waren wirklich viele Dinge. Ne? Das heißt, du bist dann hergekommen, hast eine Besichtigung gehabt und dann gleich... Genau, dann check. Im Prinzip genau direkt gesagt, so das ist es, ja. Und damit war dann auch, da zu der Zeitpunkt hatte ich das zwar alles schon, aber damit war natürlich nochmal dem mehr Vorschub geleistet, dass ich gesagt habe, so jetzt ist es auch ganz klar, dass das Leben in diese Richtung geht. Ne? Und das ist jetzt die Richtung, die du eingeschlagen hast. Von welcher Jahreszeit reden wir da jetzt? Das war im Herbst. Okay. Kanntest du Mallorca denn schon Herbst, Winter? Weil meistens kommt man ja nur im Sommer hierher, ne? Tatsächlich, genau. Nee, tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Also, und? Hast gefroren? Hast du eine Wohnung mit Heizung? Ja. Tatsächlich, ja, sag mal, man kann die Klimaanlage auf Heizen stellen, wobei ich bislang noch nicht geheizt und noch nicht geheizt habe. Ich meine, gut, jetzt muss man sagen, da war ich auch noch deutschen Winter gewöhnt und da fand ich es ja immer noch warm und ja, so. Ne? Okay. Und aber ich bin jetzt auch nicht, ich bin auch kein Winterliebhaber. Also jetzt klassischer Winter, wenn ich jetzt die Bilder aus Deutschland sehe mit Schnee und so, dann gruselt es mich. Ja? Also ich finde Schnee ganz furchtbar. Ich bin eine Zeit lang ganz gerne noch Ski gefahren, das hat sich aber auch seit einigen Jahren eigentlich dann schon ein bisschen gelegt. Und ansonsten bin ich überhaupt gar kein Fan von Winterschnee und sowas gar nicht. Ne? Also von daher, klar, es wird ja auch kühler, aber ich finde so mit den Temperaturen, wie es dann hier ist. Und ich mag es auch ganz gern, auch so am Meer zu sein, als auch wenn es so rauer ist. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, wenn es so wie Sylt oder so. Ne? Genau. Nordsee. Wenn es dann so richtig mal so weht und du kommst nach Hause und am Hundespaziergang und dann erstmal einen warmen Tee sowas. Ne? Heißer Kakao, mal, genau, Kamin ich, an. Genau. Ja. Finde ich total schön. Also das gefällt mir auch sehr gut. Ja, und der Winter ist sehr, sehr vielseitig. Ne? Den einen Tag sitzt du noch in Badehose hier am Strand und da frierst du den Hintern ab. Ne? Genau. Das ist, und auch, das ist auch ruhiger. Ich finde auch schön, dass es dann auch so von den Besucherzahlen, ne? Weil ich meine, in Palma Nova ist es natürlich so zur Hauptsitz Saison ist natürlich relativ voll, ja. Ja, hier auch. Und dann fängt es halt so ab, ja, meistens so ab September wird es dann ja so ein bisschen, September, Oktober geht es dann noch, aber dann ab November spätestens wird es dann meistens weniger, ne? Ja. Und das ist jetzt, finde ich, jetzt auch ganz angenehm, ja, dass es dann so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Ruhe dann hat und so. Ja. Okay, also dann hast du die Wohnung gehabt und da warst du schon im Verkauf der Praxis oder hast du das dann alles dann? Nee, also da war, ich glaube, da war ich tatsächlich
da war der Prozess zumindest schon mal so weit angestoßen. Ja, sag mal, da war man schon mal zumindest schon mal so in gedanklicher Überlegung, genau. Ich glaube, da war es noch nicht alles irgendwie jetzt fest oder noch nicht richtig geplant oder so. Ja. Okay, aber die Wohnung hattest du trotzdem. Hast du gedacht, okay, wenn nicht, dann nehme ich jetzt Ferienwohnung? Oder ja, genau. Dann hätte ich gedacht, gut, dann behält man sie halt irgendwie genau als Ferien- oder als Ankunftsziel oder irgendwie sowas. Ne? Ich hatte ja im Prinzip, ich meine, ich hatte ja keine Eile oder irgendwie sowas. Ja, also von daher habe ich gedacht, gut, du lässt das jetzt einfach auf dich zukommen. Ja, das ist auch sowas, was ich neu gelernt habe. Früher habe ich immer alles so hundertprozentig jetzt geplant. Das musste jetzt so oder so sein. Und das habe ich da ein bisschen gelernt, dass ich gesagt habe, gut, du hast ja im Grunde keine Eile. Ja, dir läuft ja nichts weg. Ich war jetzt ja nicht krank oder irgendwie sowas, dass man jetzt gesagt hätte, ich konnte das jetzt mit der Praxis jetzt nicht mehr machen oder sowas. Ne? Und von daher habe ich gesagt, gut, ich nehme jetzt die Dinge so, wie sie kommen. Ja, und gucke einfach mal, wie es sich entwickelt und so. Und dann, wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Ne? Mhm. Und dann vollziehe ich den Schritt und dann ist gut. Ja? Und wann kam die Spedition? die kam tatsächlich gar nicht. Also das ist eigentlich Hast du nichts mitgenommen? Ich habe eigentlich überhaupt nichts groß mitgenommen. Krass. Nee. Also ich muss sagen, das ist halt auch sowas. Ich meine, das ist ja halt das Nächste. Ich meine, wir hatten das ja vorher schon mal ein bisschen angesprochen. Also ich habe, das ist halt auch was ich hier gemerkt habe. Ich habe mein Leben wirklich deutlich verschlankt und vereinfacht, muss man wirklich sagen. Also ich habe das eigentlich, also ich habe so wenige, also ich binde mich seit Jahren nicht mehr so sehr an Dinge, muss man wirklich sagen. Also mein Hund, der war natürlich wichtig, der muss natürlich mit. Und natürlich mein Computer, weil ich jetzt damit schreiben muss. Aber es liegt auch nicht in dem Computer begründet, sondern es liegt darin, dass ich natürlich irgendwas zum Schreiben brauche. Ne? Aber ansonsten gibt es wenige Dinge, wo ich sage, boah, die mussten jetzt unbedingt mit oder so. Ne? Und deswegen bin ich eigentlich mit relativ leichtem Gepäck hergekommen. Ich habe natürlich Klamotten und sowas mitgenommen, aber ja, aber ich bin verhältnismäßig dafür, dass ich jetzt komplett übergesiedelt bin, eigentlich mit wenig dann hergekommen. Ne? Ich meine, die Wohnung war auch schon möbliert. Ja, das habe ich dann größtenteils übernommen und dann tauscht man vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen aus und so. Aber ich habe jetzt keine, ja, jetzt nichts an großen Mobiliar oder irgendwie sowas mitgebracht. Okay, ne? Das ist krass. Und also man hat ja so ein paar Lieblingssachen, ja, ne? Genau. Und Klamotten und so. Oder hast du dann immer einen Koffer mitgenommen und dann hier gelassen und leeren wieder zurück? Genau, so, genau. Dann habe ich das nach und nach und dann so ein paar Pakete natürlich dann hierher geschickt und sowas, ja. Aber es war wirklich, also dafür, dass man jetzt wirklich sagt, man ist komplett hier übergesiedelt, war es wirklich wenig Gepäck, was ich mitgenommen habe. Weil ich aber auch da schon gemerkt habe, es war im Prinzip schon, als ich aus der gemeinsamen Wohnung in Mannheim nochmal umgezogen bin, da habe ich im Prinzip schon gemerkt, da habe ich ja eigentlich schon relativ verhältnismäßig wenig noch mitgenommen, ja. Und dann beim nächsten Schritt, also ich habe mich ja eigentlich immer weiter reduziert, ja, weil ich bei vielen Sachen gemerkt habe, die brauchst du eigentlich gar nicht, ja. Also da hast du dich irgendwie, man macht sich ja von so vielen Dingen irgendwie eine Zeit lang so abhängig, ja, und merkt dann irgendwann so, brauchst du eigentlich gar nicht unbedingt, ja. Mehr sein als haben, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja. Und ja, ja, also das Privileg ist ja wirklich hier sein zu dürfen. Ja, ja. Das muss sein, das ist, finde ich, eigentlich das Allerwichtigste. Ne? Und das und glücklich so, zu sein, ne? Genau, also mit dem, was du jetzt machst. Ne? Genau. Und jetzt, wo du die Praxis nicht mehr hast, schreibst du ja eine ganze Menge mehr Bücher als vorher. Ja, ne? Viel mehr, ja. Also ich habe dieses Jahr waren es, glaube ich, sechs Romane, die veröffentlicht worden in sind. In einem Jahr, ja. Das war wie viel hast du denn jetzt insgesamt? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Romane sind es, glaube ich, 8 oder 9, sowas, ja. Also und dann noch Novellen und Kurzgeschichten und so, die zum Teil, sind auch welche dabei, zum Teil in Anthologien und sowas erschienen sind. Und ja, nächstes Jahr kommt tatsächlich auch nochmal was über Mallorca. Also nächstes Jahr kommt ein dreiteiliger Mallorca-Auswanderer-Roman über eine Frau, die nach Mallorca auswandert, ein Hotel in Palmanova aber öffentlich. Denkst du dir das jetzt aus oder ist das eine wahre Geschichte? Nee, es ist eine ausgedachte Geschichte. Ach so, okay. Nein. Aber es ist natürlich ein bisschen inspiriert, natürlich jetzt so von eigenen Erfahrungen und so. Ne? Und da erscheint der erste Band dann im März und dann kommen alle paar Monate, kommen dann weitere Bände dazu. Und das ist so eine dreiteilige Geschichte dann und so. Ja klar, man es fließt ja immer auch so ein bisschen was von einem selbst dann da ein, ne? Und man irgendwie aus dem eigenen Leben und Erleben und was man so hört und sowas, das findet dann ja oft auch so den Weg in die Geschichten. Das wird immer gerne gefragt, heißt ja immer, bist du der und der oder ist der und der? Dann sage ich immer, nee, ist natürlich nie jemand eins zu eins, jetzt ich oder eine Person aus meinem Leben oder so. Aber es kann natürlich sein, dass in so einer Figur immer mal Anteile drin sind. Klar. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen. Lässt sich auch von Sachen inspirieren. Genau. Ne?
was dich dann so umgetrieben hat in dem Moment oder sowas, ne, das fließt dann da ein, ne? Und ja, und das ist natürlich mit Mallorca, diese Erfahrung, so mit dem Auswandern, ist natürlich klar, meine persönliche Erfahrung und so, die steckt natürlich dann da drin, ne? Aber du könntest doch auch eine Autobiografie. Ja, ich habe so ein bisschen, sowas habe ich. Also das eine, dieses hier, das ist ja, also da würden wir alle beim Titel immer schreiben, das heißt Let's Talk About Medicine und der Untertitel heißt Die Motte aus der Vagina. Ja. Da kriegen wir alle rote Ohren. Das ist, ich habe mit meiner Agentin, hatte selbst eine Reihe, die sie Let's Talk genannt hat, wo sie im ersten Band damals erzählt hat, wie sie nach Mallorca ausgewandert ist. Das sind so kurze, lustige Episoden, die so teilfiktiv sind. Also es ist so ein bisschen, manche Sachen sind so passiert, manche Sachen sind selbst ausgedacht. Und ich hatte damals dann als Idee, ich habe immer aus meinem Studium und aus meiner Arztzeit immer so die lustigsten Erfahrungen habe ich damals immer schon aufgeschrieben, so aus den Nachtdiensten. Ich hatte immer so ein Buch und habe dann immer so diese Sachen niedergeschrieben, weil ich dachte, das vergisst du sonst. Ja. Ja, und es passieren ja wirklich einem absolut abstruse, kuriose Geschichten. Und da habe ich ihr das damals gezeigt und dann war die Idee, dass in dieser Reihe, also dass wir beide diese Reihe bestreiten und das in dieser Reihe erscheint. Und dieses Buch ist im Prinzip, ja, das ist so ein bisschen grob mein Studium, mein Arztsein, natürlich auch ein bisschen überspitzt und nicht alles ist natürlich eins zu eins so passiert, aber sag mal, das ist ein Teil autobiografisch. Und in dem Stil, das ist auch schon geschrieben, gibt es eins, das heißt Let's Talk About Moving to Mallorca. Das behandelt im Prinzip meinen Weg aus der Praxis bis hier auf diese wunderschöne Insel. Und das sind immer so kurze, ich sag mal provokativ, das ist eine schöne Toilettenlektüre, nicht die Qualität des Textes, sondern das so für ein, zwei Sitze kann man immer so eine Episode lesen. Okay. Ja. Und die sind lustig und so, ne, das ist natürlich chronologisch, aber man muss jetzt nicht das ganze Buch von vorn bis hinten dann lesen, also man kann immer mal so ein paar, wie so ein Snack mal zwischendurch, so ein, zwei Episoden daraus lesen. Okay. Und da wird auch noch einer kommen, der quasi diese, ja, meine Geschichte auch so ein bisschen beleuchtet, ne? Da stehen auch noch mal so Sachen drin, wie das auch damals war, in Palma Nova anzukommen und so weiter und vertauschter Koffer und mir sind auch wirklich so ein paar Sachen passiert. Da habe ich dann irgendwie gedacht, ich habe meinen Koffer und war ganz happy, dass der schon so früh da war, dass ich einen Notartermin hatte und ganz schnell am Flughafen mache den Koffer auf und denke, warum hast du denn Kinderwindeln eingepackt? Nein. Und so. Ich leider den Kopf von irgendeiner Familie, das war mir auch total leid. Und natürlich keine Klamotten für den Notar und ja, gut. Also sowas. Und hast du deinen wiedergekriegt? Ja, ja. Musste ich dann natürlich dann zum Flughafen in Palma und dann lerne jetzt seit einem Jahr Spanisch, ne? Und inzwischen ist es auch besser, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich wirklich noch gar kein Spanisch und dann über den Flughafen diese unter anderem solche Erfahrungen sind in diesem Buch ein bisschen verwurstet. Also natürlich Machst du auch Lesungen? Mach auch Lesungen, ja. Wo denn? Ich habe dieses Jahr, das Jahr ist noch nicht rum, nee, dieses Jahr habe ich in Pagera, in Marlies deutscher Buchhandlung, habe ich dreimal gelesen. Ja. Und ja, und hoffe nächstes Jahr vielleicht auch wieder dort, genau. Und in Deutschland habe ich natürlich auch schon gelesen. Das ist natürlich jetzt etwas schwieriger natürlich jetzt mit Deutschland und so. Wie oft bist du denn noch in Deutschland? Tatsächlich sehr selten. Ich war dieses Jahr einmal in Deutschland. Und war aber auch ein bisschen dadurch, weil meine Mutter ihren 70. Geburtstag gefeiert hat und ein Freund von mir, der ist Musical-Produzent und der hatte eine Premiere von einer Show und so. Das waren eigentlich so die Anlässe, warum ich dann nach Deutschland geflogen bin. Und aber eigentlich muss man ehrlich sagen, mich zieht es nicht mehr besonders nach Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann ich verstehen. Geht mir genauso. Also als ich jetzt dort war, habe ich so gesagt, nee, also mal gucken, wann es das nächste Mal wird. Aber ich meine, lohnt sich ja auch jetzt nicht für ein, zwei Veranstaltungen. Was ist mit Buchmessen? Mal. Gehst du nicht auf Buchmessen? Ja, bis jetzt war ich noch gar nicht. Ich bin einerseits nicht so dieser Messetyp. Also das ist auch sowas, was sich geändert hat. Vor Jahren noch fand ich das noch toll und Trubel und tausend Leute und so. Das wäre auch heute nichts mehr. Also als ich jetzt so die Bilder von der Frankfurter Buchmesse nur gesehen habe, diese Videos, da kriege ich Beklemmungen, ja, wenn ich mir vorstelle, mit tausenden von Leuten. Naja, aber es ist ja auch Business, ne? Willst du auch verkaufen, ja, oder? Ja, nur man muss ganz ehrlich sagen, eigentlich
Was, sag mal, auf den Messen ist ja so, sag ich mal, die Verlage oder die da sind, haben eh dann wenig Zeit. Ja, es gibt ja dann, sag ich mal, diese anberaumten Gespräche oder sowas, ja. Und eigentlich jetzt wirklich richtig relevant, vielleicht immer den einen oder anderen mal zu sehen, okay, ja. Aber eigentlich ist sowas im normalen Kontakt fast besser, ja. Also lernst jemanden fast besser kennen, keine Ahnung, hast mit dem Lektor zu tun oder mit dem Verlagsmitarbeiter, ja, zu stimmt. tun. Da sind die Kontakte eigentlich besser als auf so einer Messe, wo dann 5000 Leute sind. Und da muss man natürlich auch sagen, ein Stefan Kastner, wenn da ja natürlich jetzt ein Fitzek sitzt oder so, interessiert keine Sau, ja, was ein Stefan Kastner da macht, ja, sag ich jetzt mal ganz überspitzt, ja. Und man ist natürlich, wenn man auch kein, jetzt sag ich mal, noch nicht der Bestseller-Autor da ist oder so, dann läuft man natürlich da relativ unterm Radar durch, ne? Mhm. Und von daher, ich hatte es überlegt, aber ich habe gedacht, nee, komm, ich fand auch damals Ärztekongresse, war so für mich das Gleiche. Ich habe das auch mal gehasst, muss man sagen, ja. Ja, das ist wie Eltern, aber also, das macht man einmal und dann merkt man, das bringt genau. nichts. Genau, ne? Ich habe damals auch relativ viel, ich habe auch geforscht, also war in der Forschung viel, dann hast du ja immer deine Vorträge und so, aber das ist ja eigentlich auch überwiegend so eine Selbstbeweihräucherung, ja, sag ich ja, mal ja. ganz böse, ja, ja. Dann gibt es immer die dich nur auseinandernehmen wollen und so, ja, und dann und irgendwie, weiß nicht, das war dann nicht so... Nicht so meine Wo Welt. Kann man denn jetzt deine Bücher kaufen? Hast du eine Webseite? Überall. Genau, oder? Also ich habe eine Webseite. Also Amazon auch? Genau, Amazon, Thalia, also sowohl auch im Buchhandel und so. Auch also, bei Marlies? Bei Marlies, genau. Bei Marlies gibt es ja auch, genau. Alle? Ja, alle. Krass. Und also kriegst du die überall, also sowohl online als auch in den Buchhandlungen und so. Also man kann sie überall beziehen. Meine Seite ist stefan-kastner.de. Also ja. mit ich ne? leg das alles in den Shownotes, aber super. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Nee, also kriegt man alles Hörbücher gibt es auch, also von Teil der Bücher. Also, ach echt? Mhm. Wo denn? Also geht es bei Audible oder echt? Bei, ja, krass. Oder bei, auch bei Thalia und so. Also sind es tatsächlich, ja, professionell eingelesen jetzt. Das ist ganz toll, also hier kein Platz für Liebe, das ist so ein bisschen, ist auch so ein Herzensprojekt, weil es da um einen Arzt geht, der sein Coming-out durchläuft und sich verliebt in einen anderen Assistenzarzt. Und da geht es auch sehr viel um das Medizinsystem, auch wie das mit jungen Ärzten, was es mit denen macht. Und das ist wirklich sensationell eingesprochen worden von Till Beck. Das ist wirklich ganz toll. Und ich habe so eine Cozy Crime-Serie, eine vierteilige, die Poison Bakery, das spielt in London mit zwei so Mädels, die so ein Café betreiben und immer so Kriminalfälle erleben und so. Und die sind auch als Hörbuch oder jetzt der vierte Band ist jetzt am 23. November erschienen als Buch und kommt, glaube ich, nächsten Monat oder so auch als Hörbuch dann raus. Wahnsinn, was du alles machst. Spotify gibt es auch, die Hörbücher. Ach, genau. Guck mal, da sind die ja gratis, oder? Ja, Spotify kann man die sogar so hören, ja. Okay, verlinken wir alles. Ne? Podcast ist ja auch auf Spotify, nur genau. dass ihr es wisst. Gut, die Zeit rennt schon wieder. Eine Frage noch, also du hast nichts bereut. Du würdest es immer wieder überhaupt so machen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich hätte mir auf gut Deutsch einen Hintern getreten, ja, wenn ich das nicht gemacht hätte. Nee. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieses Gefühl, dieses morgens aufzuwachen oder auch schon abends ins Bett zu gehen oder zwischendurch, immer, das ist immer. Ja immer wieder. Ja, das sind immer wieder diese Glücksmomente, wo mich das so durchflutet und ich kann es eigentlich gar nicht fassen, ja, und ich denke immer so, das kann eigentlich nicht wahr sein, ja, und also nein, überhaupt keine Sekunde. Ich bin hier so, ich sag, diese Insel hat mich so mit offenen Armen empfangen. Ich habe dieses Heimat, das ist das vielleicht, ich habe jahrelang nicht mehr das Zuhausegefühl gehabt. Ich habe eigentlich, seit ich zum Studium von zu Hause weggegangen bin, also seit über 20 Jahren, habe ich mich eigentlich nirgendwo mehr zu Hause gefühlt, ja, und hier, das ist Heimat, ja, die Leute sind so lieb, ich habe so viele Kontakte hier und manchmal wirklich auch nur so Bekanntschaften, ja, dass man nur mal sich Hallo und was, aber es ist trotzdem, es ist unheimlich herzlich und sowas, ne, also jetzt mal abgesehen von dieser unheimlich wunderschönen Umgebung, ja, also auch diese Menschen hier und so, also nein, keine Sekunde. Und brauchst du noch Urlaub? Nee. Tatsächlich nicht, nee, ich wüsste auch gar nicht, also... Auch, also wie gesagt, also jetzt vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren, aber im Moment, also diese, also als ich im Oktober wirklich nach Deutschland geflogen bin, das war richtig, ich habe gedacht, du bist bescheuert, aber es war wirklich schon Wochen vorher, ich bin ganz gerade, nee, du willst nicht weg, das war richtig schlimm, ja, also es war wirklich so, ich musste mich wirklich hier zwingen zum Flughafen, so, ich fand das ganz furchtbar, nee, glaube ich nicht. Ja, gut, geht mir genauso. Gut, mein Lieber, du hast das letzte Wort. Möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, die uns lauschen? Ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn jemand mal bei mir reinschauen würde auf meine Homepage oder nach meinen Büchern. Wie gesagt, es ist
sehr breit gefächert. Ich habe ganz unterschiedliche Romane geschrieben. Es kommt auch jede Menge Neues dazu. Nächstes Jahr mindestens 4 neue Romane erscheinen auch, also aus sämtlichen Genres. Und ja, Instagram, TikTok und Facebook bist du auch überall. Findet man mich auch überall. Kann auch mal, ich habe auch mal einige lustige Videos oder einige spannende Videotrailer zu meinen Büchern und so weiter. Also gibt es auch einiges zu entdecken. Und freue mich natürlich immer über, ja, über Interessierte und Leser und neue Leser und so. Und ja. Und für die, die auch mit dem Gedanken spielen, all in zu gehen und auszuwandern, was sagst du? Es ist, sag mal, man muss es wirklich, es ist natürlich, man muss es wirklich wollen, ja. Also sag mal, es hat auf jeden Fall, es ist, also für mich hat es sich definitiv gelohnt, ja, aber man muss wirklich auch sich klar machen oder muss sich klar sein, dass man es wirklich will. Ich glaube, so ist das aber bei allem, ja. Wenn man das nicht wirklich will, also so mit so halbem Herzen, das geht nicht. Also es muss wirklich sein, das Herz muss wirklich erfüllt sein davon, von diesem Wunsch und so, und dann klappt das auch, denke ich. Super. Vielen Dank. Danke für deine Geschichte, dir, dass du da warst. Sehr und du signierst mir jetzt noch die Bücher, dann lege ich sie hier bei uns auf die Wellness-Finger für meine gerne. Gäste und dann haben die auch was Tolles zu lesen. Vielleicht machst du mal eine Lesung bei uns. Ja, sehr gerne. Sprechen wir gleich drüber. Genau. Okay, mein Lieber, vielen Dank. Danke dir. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da. Abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.